Ja, auch von mir einen sehr schönen guten Abend hier in Wien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier in diesem Raum zu sein, an der Akademie zum Dom, am Dom. Und das ist ja keine Übertreibung. Wir sind hier unmittelbar. Wir waren eben im Oberstock und dann fast die Skulpturen anfassen gegenüber. Also ein wunderbarer Ort und ein wichtiges Thema, das ich an diesen Ort bringen möchte. Und ich freue mich, wenn ich Ihr Interesse daran weiter wecken und vertiefen kann. Zunächst mal, meine erste Frage wird lauten, was ist das Verhältnis zwischen den Nationen und der EU? Hat diese EU etwas Neues geschaffen und hat sie vielleicht auch einen neuen Typ von Nationalstaat ins Leben gerufen? Und dazu möchte ich mit einer kleinen Anekdote erstmal beginnen. Im August 2017 machte sich eine Gruppe von Visegrad-Staaten auf den Weg nach Brüssel. Können Sie mich gut hören? Ist es laut genug? Den Weg nach Brüssel, um sich das Haus der Geschichte anzusehen. Die Delegation, das ist das Haus der Geschichte in Brüssel. Vielleicht haben es einige von Ihnen schon besichtigt. Vielleicht kann ich Sie ein bisschen neugierig darauf machen. Diese Delegation war nicht angetan von dem, was sie sahen. Im Haus der Geschichte in Brüssel wird die europäische Geschichte grenzübergreifend als ein Beziehungsgeflecht sichtbar gemacht. Die Besucher fanden Parallelen und Querverbindungen, doch was sie für das Wichtigste und für das Heiligste überhaupt hielten, nämlich ihre jeweilige Nation, kam in diesem Museum gar nicht vor. Da sie sich von Brüssel nicht repräsentiert fühlten, kritisierten sie das Museum als eine bösartige Fälschung durch Vernichtung von Geschichten. Der polnische Premierminister Morawiecki hatte noch eine besondere Erklärung parat. Aufgrund der vollständigen Abwesenheit einer nationalen Perspektive unterstellte er dem Museum eine kommunistische Sicht. Er sah in der EU eine Neuauflage der Sowjetunion und die Polen abermals in der Opferrolle gegenüber einem ideologischen Feind. Die Ausstellung wertete er als eine Huldigung für den Homo Sovieticus. Ein Mensch, ich zitiere ihn, ein Mensch ohne Nationalitäten in einer homogenen Masse identischer Nationen. Was er erlebte, war eine Wiederholung der Geschichte. In seiner polnischen Sicht war Brüssel das neue Moskau. Wenn wir über die Nation nachdenken, und insofern ist die Geschichte, glaube ich, ein ganz guter Denkanstoß, sind fraglos immer historische Erinnerungen mit im Spiel und auch die Gefühle, die sich an diese Erinnerungen knüpfen. In Polen führte diese historische Erinnerung zu der Lehre und Erfahrung, Stärkung der Nation. Das ist das, was wichtig war. Nach feindlicher Invasion und Besatzung war das Land mehrfach von der Landkarte verschwunden. Kaum war der polnische Staat nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut, erlebte er lange Phasen der Verfolgung und gewalttätigen Besatzung durch Hitler und Stalin während des Zweiten Weltkriegs. Deshalb wurde nach der Auflösung der Sowjetunion die EU zum Garanten für diese Nationen, für die Wiedergewinnung ihres Nationalstaats. Das gilt auch für viele andere postsowjetische Nationen. Sie eröffneten nach 1990 umgehend Nationalmuseen, in denen sie ihre bis dahin unterdrückte Opfergeschichte unter Stalin, aber nicht unbedingt auch ihre Kollaborationsgeschichte unter Hitler darstellten. An diesem Beispiel sehen wir, dass das Lernen aus der Geschichte in verschiedenen Staaten zu ganz unterschiedlichen Lehren führen kann. Während als Lehre aus der Geschichte in Polen der Schutz der Nation an oberster Stelle steht, möchte man in Deutschland den Begriff der Nation am liebsten ganz aus dem Vokabular herausstreichen. Nie wieder Deutschland, hieß es auf einer Demo in Frankfurt im Jahre 1990.
Und das hat Gründe, die natürlich ebenfalls und genauso offensichtlich etwas mit historischer Erfahrung und historischem Lernen aus der Geschichte zu tun haben. Während der Nazi-Zeit hatte Deutschland eine Überdosis von Nationalismus erlebt, als der Staat sich in das mörderische Regime des Nationalsozialismus verwandelte, mit den schlimmsten Folgen für andere Nationen und die europäischen Juden und andere schutzlose Minderheiten. Kein Wunder also, dass das Wort Nation in Deutschland, aber vielleicht zum Teil auch in Österreich, ich glaube das aber nicht so sehr, einen anderen Klang hat. In Deutschland kann man bei Nation geradezu schon von einem N-Wort sprechen. Während die post-sowjetischen Staaten darauf ausgerichtet waren, ihre Opfergeschichte zu erzählen und ihre nationale Identität zurückzugewinnen, bot die EU für Deutschland, vielleicht auch für Österreich, eine willkommene Möglichkeit, sich in den Verbund der Staatengemeinschaft einzugliedern und das Thema der Nation dabei einzuklammern. In diesen beiden Ländern gibt es tatsächlich Stimmen, die in der Nation so etwas wie ein Auslaufmodell sehen und sich als politischen Verbund eine andere kosmopolitische Vereinigung wünschen. In Zeiten globalisierter Medien und einem weltumspannenden Kapitalmarkt, so das Argument, seien nationale Grenzen sowieso obsolet geworden. Das Motto dafür lautet Denationalisierung als Chance. Und so steht es zum Beispiel auf dem Titel eines Buches des Politologen Michael Zirn, Regieren jenseits des Nationalstaats. Als ich die Politologen mal fragte, was ihr Verhältnis eigentlich zur Nation ist, kam aus der Pistole geschossen dieser Titel. Und der Titel stammt von 1998, ist also schon einige Jahre alt, aber er gilt immer noch als das aktuellste Buch zum Thema, obwohl eigentlich bisher noch nicht so richtig ausgeführt werden konnte, wie ein solches Regieren dann genau aussieht, jenseits des Nationalstaats. Wie sieht es weltweit mit Nationalstaaten aus? Ich habe mir da, natürlich komme ja aus der Literatur, Wissenschaft, ich musste mir da erstmal Nachhilfeunterricht geben lassen. Und ich habe diesen Nachhilfeunterricht bezogen aus einem Buch, das mir ein Staatsrechtler aus Göttingen unaufgefordert zugeschickt hat. Und als, ich lese nicht jedes Buch, was unaufgefordert unser Haus kommt, aber es war gerade Corona-Zeit und man hatte wieder Zeit zum Lesen. Und ich habe dieses Buch von Alexander Thiele durchaus mit großem Interesse gelesen und möchte Ihnen ein paar seiner Thesen vorstellen. Ich habe ihn inzwischen auch kennengelernt und mehrfach mit ihm diskutiert. Mit ganz wenigen Ausnahmen, so schreibt er, sei der gesamte Erdball aktuell von modernen Nationalstaaten bedeckt. Also es gibt inzwischen 193 oder es gab nach dem Fall der Mauer 193 Mitgliedstaaten in der UN, Vereinten Nationen, und Nation steht ja auch für Nationalstaaten und es sind, der ganze Erdball ist damit bedeckt. Aber auch er möchte die Nation abschaffen. Er gehört zu derselben Fraktion. Er ist sogar überzeugt, dass die Idee des Nationalstaats, ich zitiere, insgesamt als mehr oder weniger vollständig gescheitert angesehen werden muss. Und deshalb wünscht er sich für die Zukunft einen denationalisierten Verfassungsstaat, in dem die Frage der Nationszugehörigkeit zu einer reinen Privatsache erklärt wird. Analog zur Religion im Zeitalter der Privatisierung, der Säkularisierung. Den Nationalstaat nämlich hält er für eine religiöse Institution und hofft, mit der Nation und dem Nationalismus die letzten sakralen Überreste aus dem Bereich des Staatlichen zu entfernen. Das ist sein Projekt. Diese Gedanken sind grundsätzlich sehr nachvollziehbar und sympathisch als eine klare Antwort auf eine allgemeine Erfahrung. Diese besagt, dass Nationalstaaten eine eingebaute Tendenz in sich haben, über kurz oder lang ihre demokratischen Grundlagen von selber abzubauen, zu verraten und irgendwann gewalttätig zu werden. Dafür gibt es in der Tat viele Beispiele.
Wer die Worte Nation und Nationalismus benutzt, allerdings ohne sie ein bisschen begrifflich zu differenzieren, muss so argumentieren. Aber der Mangel an Differenzierung kann auch dazu führen, dass Wichtiges verwechselt und auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Es gilt nämlich unbedingt zu fragen, innerhalb welcher Staatsform eine Nation jeweils existiert, in einer Demokratie, die Souveränität an die EU etwa abgibt und sich auf die Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet, oder in einer autokratischen Demokratie oder in einer Diktatur, wo Gewaltenteilung abgebaut, Bürgerrechte eingeschränkt und Menschenrechte missachtet werden. Die Bürgerinnen demokratischer Nationalstaaten haben in aller Regel ich denke an England, Kanada oder USA und Frankreich, haben in aller Regel überhaupt keine Probleme mit dem Nationsbegriff. Probleme haben diejenigen, die eine Diktaturgeschichte hinter sich haben und denen, man kann sagen, als gebrannten Kindern die Gefahr eines Rückfalls in autoritäre Strukturen ganz besonders klar vor Augen steht. Ich muss deswegen jetzt fortfahren und zunächst einmal eine Unterscheidung einführen. Und das ist mein Angebot an Sie, um eben Nation und Nationalismus aus dieser schwammigen Einheitsblase herauszuholen. Und möchte hier zwei verschiedene Formen von Nationalstaaten einführen. Und ich nenne sie mal den Militanten und die Militante und die zivile Nation. Nationen gibt es eben, wie schon gesagt, in Form von Diktaturen, ebenso wie in Form in Staatsgebilden von Demokratie. Sie sind für sich genommen niemals brutal oder zivil, sondern immer nur in Bezug auf ihre politischen Strukturen und ihre kulturellen Programme. Entscheiden Sie sich für nationalen Stolz, radikale Feindbilder und einen Kult der Stärke, oder für friedliches Zusammenleben in Vielfalt und Menschenwürde? Was erklären Sie jeweils für heilig? Die Nation, das Kollektiv, den Staat oder das Individuum? Inbegriff des militanten Nationalstaats war Nazi-Deutschland von 1933 bis 1945. Inbegriff des zivilen Nationalstaats sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Während Deutschland der Auslöser des Zweiten Weltkriegs war, waren die Alliierten und Väter der EU die Begründer einer neuen demokratischen Friedensordnung, in die Deutschland aufgenommen wurde. Diese demokratische Friedensordnung habe ich den europäischen Traum genannt. Und damit meine ich ganz konkret vier Lehren, die EU aus ihrer Geschichte gezogen hat. Das erste ist das Friedensprojekt, dann das Demokratisierungsprojekt, drittens eine selbstkritische Erinnerungskultur und schließlich die Anerkennung der Menschenrechte. Sehen wir uns einmal diese Lehren etwas genauer an. An erster Stelle stand das Friedensprojekt. Es war die geniale Idee von Jean Monnet und Robert Schuman, Kohle und Stahl, die Rohstoffe der Kriegsindustrie, zu vergemeinschaften und damit im wörtlichen Sinne Wärter in Pflugscharen zu verwandeln, wie es in der Bibel heißt. Geld und Wirtschaft neutralisierten dabei nicht nur die alten Feindschaften, sie legten eigentlich auch die Erinnerungen still. Die zweite Lehre lautete Demokratisierung. Und das war kein Selbstläufer, denn etliche Mitgliedstaaten der EU hatten noch bis in die 70er Jahre hinein eine Diktaturgeschichte, wie Spanien, Portugal oder Griechenland. Deutschland war doppelt betroffen. Demokratisierung bedeutete hier nicht nur die Übernahme von Rechtsstaatlichkeit, sondern eben auch eine neue politische Kultur, zu der dann auch die Durcharbeitung der Vergangenheit gehört. Und damit sind wir bei der dritten Lehre, eine selbstkritische Erinnerungskultur. Es hat in Deutschland, in Österreich war das ähnlich, 4 Jahrzehnte gedauert, bis
tatsächlich, bis sich in den 80er Jahren das Land die Aufgabe stellte, das bleierne Schweigen in der Gesellschaft zu brechen und den Holocaust in das nationale Gedächtnis aufzunehmen. Die vierte Lehre sind die Menschenrechte, die René Cassin 1948 neu formulierte und mit denen er zusammen mit anderen jüdischen Juristen einen neuen europäischen Rechtsraum geschaffen hat, in dem Minderheiten und Migranten besonders geschützt sind. Die EU ist eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern, wie wir inzwischen immer deutlicher sehen, auch eine Rechts- und Wertegemeinschaft. Mitgliedstaaten, die ihre rechtsstaatlichen Prinzipien Schritt für Schritt aufgeben, stehen hier unter sehr genauer Beobachtung und werden inzwischen auch sanktioniert. Die EU wirkt also wie ein Versicherungssystem gegen die Gefahr, dass genau das aus zivilen Nationalstaaten immer wieder militante Nationalstaaten werden. Ich möchte noch einen Moment bei der dritten Lehre aus der Geschichte bleiben, denn die macht die Aktualität zwischen den beiden verschiedenen Typen des Nationalstaats besonders deutlich und Sie haben gleich ganz viele Beispiele vor Augen. Diese Lehre kam nicht nach 1945, das ist ganz wichtig, zum Zuge, weil man nämlich bereits damals eine andere Lehre aus der Geschichte gezogen hat. Da in Deutschland nach 1918 eine revanchistische Erinnerung Hass und Gewalt mobilisierte und die Deutschen dann auch direkt in den Zweiten Weltkrieg getrieben hatte, sollte die Gewaltgeschichte beider Weltkriege durch einen Schlussstrich beendet werden, um sie eben endgültig hinter sich zu lassen. Und das Gebot war das Vergessen und nicht das Erinnern. 1989 war nicht das Ende der Geschichte allerdings, wie der Politologe Francis Fukuyama meinte. Vielmehr kehrte die Geschichte damals zurück und es begann eine ganz neue Ära der historischen Erinnerung. Mit dem Ende des Kalten Krieges zwischen Kapitalismus und Kommunismus taute gewissermaßen die eingefrorene Erinnerung in West und Ost wieder auf und die Stimmen der Opfer von Gewalt meldeten sich zu Wort. Nicht alle waren in gleicher Weise hörbar. Den Anfang machten die Überlebenden des Holocaust, die nach 4 Jahrzehnten bleiernen Schweigens mit ihren persönlichen Geschichten in die Öffentlichkeit zurückkehrten. Das begann hier in Yale in den 80ern und dann in den USA insgesamt in den 90er Jahren. Und das Zitat von Spielberg ist historisch. Wir haben mehr als 50.000 Zeitzeugenberichte in 31 Sprachen aus 57 Ländern gesammelt. Das ergibt 14 Jahre Spielzeit, genug Videobänder, um den Erdball damit zu umwickeln. Und das war irgendwie die Tragik, dass man das auf das Medium mit der kürzesten Haltbarkeit aufgenommen hatte. Und man ist immer noch dabei, das, was damals aufgenommen wurde, zu digitalisieren. Das ist die Vorstufe, die VHS-Bänder der Digitalisierung gewesen. Militante und zivile Nationen unterscheiden sich nicht nur darin, wie sie mit ihren Minderheiten umgehen, sondern auch darin, wie sie mit Verbrechen in ihrer eigenen Geschichte umgehen. Es gibt in der gegenwärtigen Geschichtspolitik zwei Trends, die sich diametral voneinander unterscheiden. Der erste Trend kann als Politik des Stolzes bezeichnet werden. Diese wird in einer heroischen Sprache formuliert, diese Politik, und ist ausschließlich auf die Betonung nationaler Ehre oder im Falle einer Niederlage auf das Pathos kollektiven Leidens gegründet. Diese Geschichtspolitik hat somit die zentrale Aufgabe, nationale Identität zu stützen und zu überhöhen. Und deshalb tendiert das Prisma des nationalen Gedächtnisses auch immer dazu, die Geschichte auf einen akzeptablen Ausschnitt zu verengen und diesen eben mythisch zu überhöhen. Man erinnert sich im Rahmen des nationalen Stolzes natürlich viel lieber an Siege als an Niederlagen und schon gar nicht an Verbrechen der eigenen Geschichte. Dieser andere Trend in der Geschichtspolitik, der ist sehr rezent, erst stammt aus den 90er, 2000er Jahren,
andere Trend, den kann man als eine Politik der Reue oder Verantwortung beschreiben. Diese Gedächtniskonstruktion lässt auch das Bewusstsein eigener Verbrechen zu, was die Anerkennung von Schuld in der Vergangenheit und die Übernahme von Verantwortung in der Gegenwart ermöglicht. So selbstverständlich es immer schon war, die eigenen Opfer zu beklagen, die durch die Politik der anderen entstanden sind, so neu ist die Bereitschaft, auch diejenigen Opfer zu bereuen und mit Empathie zu betrauern, die durch die eigene Politik verursacht wurden und damit die man damit auf dem Gewissen hat. Ein Beispiel für diesen gegensätzlichen Umgang mit Geschichte sind zwei Gruppen im postkommunistischen Russland der 1990er Jahre, die sich da gegenüberstanden. Sie nannten sich Pamjat und Memorial. Beide Begriffe stehen für das Wort Erinnerung, wurden aber ganz gegensätzlich gedeutet. Memorial zielte auf eine selbstkritische Erinnerung, die die Opfer von Stalins Politik dokumentierte, würdigte und betrauerte. Diese von dem Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten Sacharow und anderen 1993 in Moskau gegründete NGO wurde von Putin unmittelbar vor dem Angriff auf die Ukraine als Einrichtung ausländischer Agenten diffamiert und im Dezember 2021 in Russland verboten. Jetzt gerade ist einer der Nobel-Friedenspreise an diese Organisation gegangen, von denen inzwischen alle Mitarbeiter sich im Ausland haben retten müssen. Pamjat zielte dagegen auf eine nationalistische Erinnerung, die ausschließlich auf Stolz und Stärke der Nation setzte. Ein Beispiel dafür ist der 9. Mai in Moskau, wo der Sieg Stalins über Hitler jährlich gefeiert wird und dabei auch mit großen Militärparaden orchestriert wird. Es ist der einzige historische Feiertag tatsächlich, der sich durch die Geschichte Russland erhalten hat, nachdem Lenin ja abgeschafft wurde. Und inzwischen ist eine neue Variante oder Tradition hier entstanden, neue intergenerationelle Form der Erinnerung, die nennt sich das Unsterbliche Regiment. Und das ist das Herumtragen der Bilder der Väter und Großväter, sodass die Jugend sozusagen in die Spur der ihrer Familienmitglieder tritt und in ein transgenerationelles, unsterbliches Regiment dabei eintritt. Das war eine Entwicklung, die aus der Zivilgesellschaft stammte und die von Putin dann sehr schnell, steht hier auch in der ersten Reihe, instrumentalisiert wurde. Inzwischen gibt es in Europa weltweit Beispiele für beide Formen der Geschichtspolitik. Es gibt aber auch Kämpfe um die Erinnerung, weil sich in den jeweiligen Staaten inzwischen auch Gruppen für die jeweils entgegengesetzte Position stark machen. In Deutschland zum Beispiel gibt es zurzeit eine starke Abwehr der Politik der Reue und einen immer stärkeren Druck der Renationalisierung im Zeichen von Stolz und Ehre. Deshalb sprechen die Gegner ständig der deutschen Erinnerungskultur auch ständig von Schande, Schuldkult oder Sündenstolz. Vergessen und verleugnen sind aber schon lange nicht mehr der Königsweg der Geschichtspolitik. Im Gegenteil, dieser Weg der Selbstkritik wird inzwischen auch in anderen Nationen diskutiert. Schuld und Verbrechen sind und bleiben natürlich absolut negativ besetzte Begriffe. Aber dass man endlich auch über das redet, was die Täter so lange verborgen haben und die Nachkommen weiter verschweigen wollten, gilt heute nicht mehr unbedingt als negativ. Denn nicht die Nation ist heilig, sondern die Würde des Menschen. Es ist nicht zu verkennen, dass sich die Gewichte der Geschichtspolitik inzwischen verschoben haben, wenn auch weltweit gesehen noch nicht durchgreifend verändert. Es ist nämlich jeweils eine Frage der Macht und der politischen Konstellationen, aber auch eine Frage der gesellschaftlichen Bildung, welche Gruppe sich am Ende politisch durchsetzen kann. Um die europäische Friedensordnung wertschätzen zu können, darf man sie vor allem eines nicht, nämlich für selbstverständlich halten.
sondern muss immer genauer wissen, was 1945 überwunden wurde und wie der Nationalsozialismus entstand. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1918 Deutschland ebenso wie Österreich zu einer Republik, aber das Geschenk der Demokratie hatte keine starke Grundlage in der Gesellschaft, die ja gleichzeitig eine Niederlage und einen riesigen Imageverlust zu verkraften hatte, so wie hier in Österreich eben der Verlust des Empires, des Imperiums, Habsburg-Imperiums und damit einer ganz langen und auch glorreichen Tradition. Es gab damals diejenigen, die das Modell eines zivilen Nationalstaates stärkten. Und es waren nicht nur liberale Politiker, sondern vor allem auch jüdische Autoren, Philosophen oder Juristen. Stefan Zweig zum Beispiel konzipierte ein friedliches Europa und arbeitete an einer Entgiftung der Nation, wie er es nannte, und einer Demobilisierung des Geistes. Gleichzeitig geschah nämlich auch das Umgekehrte. Gegen diese Vision einer zivilen und demokratischen Nation wurde gleichzeitig mit den Werten des Blutes, der Ehre, des Stolzes und der Größe und Stärke mobilisiert. Beispiele sind hier prominente Beispiele. Carl Schmitt mit seinem Freund-Feind-Denken, alles genau 100 Jahre her, 20er Jahre, Heidegger mit seinem Antisemitismus oder Ernst Jünger mit seinem faschistischen Manifest von 1928. Ich lese es Ihnen kurz vor. Wir Nationalisten glauben an keine Wahrheiten, wir glauben an keine allgemeine Moral, wir glauben an keine Menschheit als ein Kollektivwesen mit zentralem Gewissen und einheitlichem Recht. Wir glauben vielmehr an ein schärfstes Bedingtsein von Wahrheit, Recht und Moral durch Zeit, Raum und Blut. Wir glauben an den Wert des Besonderen. Sie könnten jetzt sagen, warum denn diese ollen Kamellen wieder auflegen und uns daran noch einmal erinnern. Das Beunruhigende ist, dass das keineswegs Geschichte ist, dass diese faschistische Wertordnung inzwischen nämlich in Deutschland zur Grundlage einer neurechten Denkfabrik geworden ist von Götz Kubitschek, der einen Verlag gegründet hat und der tatsächlich Jüngers Manifest in seinem Verlag und eifrig unter jungen Menschen verbreitet. Aber immerhin steht diese Denkfabrik inzwischen auch unter Beobachtung und wurde zum Verdachtsfall erklärt. Die militante Nation aber, das wollte ich damit andeuten, ist durchaus schon wieder auf dem Vormarsch. Nun möchte ich einen Blick in eine andere Dimension unserer Gegenwartsgesellschaft noch werfen. Und das ist die Frage, wie verändert sich das Erinnern in der Migrationsgesellschaft? Und ich steige da ein mit einem Satz, den ich in einem Essay von Lord Dahrendorf gefunden habe, nachdem ich mein Buch geschrieben hatte, fand ich einen Essay von ihm aus dem Jahr 1994. Und in dem hatte er genau dieselbe Unterscheidung gemacht, die ich eingeführt hatte. Und er spricht nicht von militant und zivil, sondern von dem homogenen und dem heterogenen Nationalstaat. Der homogene ist der ethnisch homogene, das ist der gefährliche, und der andere ist eben der heterogene, der diverse Nationalstaat, den ich den zivilen nenne. Und jetzt kommen die Sätze von Dahrendorf, die mir zu denken geben und die ich für eine ausgezeichnete Orientierungsfrage halte, die wir im Moment für unsere Gegenwart brauchen. Er hat Folgendes gesagt über den homogenen Nationalstaat. Er sagte, der steht immer in der Gefahr der Aggression gegenüber Minderheiten und Nachbarn. Und genau diese Gefahr haben wir in den Parolen der Nationalisten täglich vor Augen. Sie sortieren Menschen nach Herkunft, Rasse und nehmen vor allem Zuwandernde als bedrohliche Fremde und Feinde wahr. Bis hin zu der Rede von dem großen Austausch. Jetzt kommt die Herausforderung des heterogenen Nationalstaats und da sagt er,
der steht immer vor der Herausforderung der gleichen Rechte für Ungleich. Diese Formel, gleiche Rechte für Ungleiche, halte ich für eine ausgezeichnete Beschreibung der Verfasstheit einer Demokratie in einem zivilen Nationalstaat. Der heterogene Nationalstaat besteht also aus Ungleichen, das heißt aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprachen und Kulturen. Die Anerkennung dieser Differenzen macht ja gerade die diverse Gesellschaft aus. Diese Menschen in der Gesellschaft aber nicht zu marginalisieren oder zu ghettoisieren, sondern ihnen gleiche Rechte zu verschaffen und Partizipationschancen zu eröffnen. Genau das ist eben die bleibende Herausforderung der gleichen Rechte für Ungleiche. Tatsächlich hat sich unsere Gesellschaft inzwischen rapide verwandelt. Die abstrakte Weltgesellschaft, von der Soziologen wie Niklas Luhmann oder Ulrich Beck in den 80er und 90er Jahren sprachen, hat heute einen sehr konkreten Migrationshintergrund bekommen. Nach 1945 gab es in Westdeutschland ununterbrochen Einwanderungswellen. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat Eltern und Vorfahren inzwischen, die nicht hier oder dort geboren sind. Und deswegen stellen sich mit großer Dringlichkeit inzwischen ganz neue Fragen, auf die wir Antworten geben müssen. Wer erzählt eigentlich die Geschichte der Nation? Wer gehört dazu und wer kommt darin vor? Wer wird ausgeschlossen? Wird der Holocaust als Anker der deutschen Erinnerung eine innerdeutsche Angelegenheit bleiben oder wird er auch für die Hinzugekommenen verbindlich sein? Welche Erinnerungen werden die Migrantinnen mitbringen? Und welche Rolle werden die Erfahrungen spielen, die sie in diesem Land gemacht haben, positive oder negative? Werden sie mit ihren Erinnerungen einen Platz in der Aufnahmegesellschaft finden? Tatsächlich hatte sich das Selbstbild der Nation lange dem Idealbild der Heimat verpflichtet. Dieser Nationalstaat schuf einen homogenen Raum, in dem die Bewohner in einem Territorium eine Sprache sprachen, eine Religion bzw. Kultur miteinander teilten und sich als Abkömmlinge einer gemeinsamen Geschichte imaginieren. Von diesem Einheitsmodell sind wir heute sehr weit entfernt. Inzwischen prägen nicht mehr nur soziale, sondern immer stärker auch ethnische, religiöse und kulturelle Differenzen die Lebenswelt, die die ethnischen Deutschen inzwischen mit 16 Millionen Menschen aus Zuwandererfamilien teilen. Und deswegen finde ich den Satz, den unser Bundespräsident bei der Eröffnung des Humboldt-Forums im letzten Jahr in diese Zeit gesagt hat, sehr bedenkenswert. Er sagte nämlich, Menschen aus allen Teilen der Welt leben heute in Deutschland, sind vielfach Deutsche geworden. Sie gehören zu dem, was heute Deutsch bedeutet. Sie sind Teil unserer nationalen Identität, Teil einer aktiven Bürgerschaft, die in Debatten eingreift. Sie sind nicht Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind ein Land mit Migrationshintergrund. Während es nun gerade einen intensiven Diskurs in Deutschland darüber gibt, wie es denn gelingen kann, die Ostdeutschen 31 Jahre nach dem Sturz der Mauer zu integrieren, ist sehr viel weniger von dem Wandel die Rede, der 1961 nochmal ausgelöst wurde, 30 Jahre früher, als die ersten türkischen Gastarbeiter in Deutschland ankamen. Denn Migration begann ja nicht erst im Sommer der Migration 2015. Von 14 Millionen Gastarbeitern in Deutschland blieben 3,5 Millionen, deren Kinder und Kinder heute in der dritten und vierten Generation dort aufwachsen. Die Eltern haben die Wirtschaft kräftig oder Großeltern entbehrungsreich mit aufgebaut, aber bis heute dafür in diesem Lande noch kein symbolisches Kapital erhalten. Deswegen feierte der Bundespräsident mit Ihnen auch das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens im letzten Oktober und feierte es als eine Erfolgsgeschichte. Aber die Enkel stellten fest, die Geschichte ihrer Großeltern kommt in den Schulbüchern gar nicht vor, obwohl sie doch schon doppelt so lange hier leben, dort in Westdeutschland,
wie die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland. Und einer von ihnen sagte, wer aus der Geschichte ausgeschlossen ist, kann sich der Gesellschaft auch nicht zugehörig fühlen. Nun sind in den letzten Jahrzehnten auch noch vermehrt syrische und afrikanische Migranten dazugekommen. Und damit ist nun auch die europäische Kolonialgeschichte zurückgekehrt. Je mehr Menschen von anderen Kontinenten in einer Stadt leben, desto vielfältiger wird der Blick. Jeder und jede hat einen anderen Blick. Und das hängt immer davon ab, was man erlebt und welche Demütigungen vor allem man in seinem Leben erfahren hat. Die diverse Gesellschaft tut gut daran, sich über diesen Prozess auszutauschen und sich auch mit der Komplexität unterschiedlicher Lebenserfahrungen auseinanderzusetzen. Ich möchte hier ein Beispiel aus der Stadt Konstanz mitbringen. Da gibt es eine Apotheke, da wurde vor einiger Zeit ein Buchstabe von der Hauswand entfernt. Sie hat bei dieser Aktion ihren Namen verändert und ist zur Ohrenapotheke geworden. Und das ist natürlich niemandem entgangen. Alle gucken anders auf dieses Bild. Als ich die Besitzerin der Apotheke nach ihrer Meinung fragte, hob sie den Diebstahl und den Verstoß gegen das Denkmalgesetz hervor. Der Schriftzug stamme aus dem 18. Jahrhundert. Konstanz hat lauter sehr alte Häuser, muss man sagen. Für mich ist allerdings der zerstörte Schriftzug so etwas wie eine öffentliche Lektion, vielleicht sogar eine Geschichtsstunde. Man kann zum Beispiel inzwischen das Wort Mohrenapotheke im Internet, also als Wikipedia-Artikel lesen und dabei auch etwas über die längere europäische Kolonialgeschichte erfahren. Und dass diese längere europäische Kolonialgeschichte überhaupt nicht so fern ist, wie ich das glaubte, wurde mir klar, als am 1. August letzten Jahres eine Kollegin von mir in Konstanz eine Ausstellung eröffnete. Und zwar punkt an diesem Tag, das war also 1. August 2021, wurde diese Ausstellung eröffnet. Und genau an diesem Tag vor 500 Jahren fiel die Stadt Mexiko-Tenochtitlan in die Hände der spanischen Kolonialmacht. Durch Plünderungen und Sklavenarbeit wurden anschließend Gold und Silber, Färbestoffe, Baumwolle, Zucker und Perlen nach Europa verschifft. Bereits 5 Jahre nach dieser Eroberung von Mexiko reisten die ersten Konstanzer in die Karibik, um dort Handelsstützpunkte der Welser Gesellschaft für Gold, Stoffe und Sklaven zu etablieren. 1928 wurde Klein-Venedig, besser bekannt als Venezuela, zu einer Welser Kolonie. Die Ausstellung erzählte die ferne Geschichte der spanischen Eroberung aus der nahen Perspektive einer Konstanzer Familie. Die Ehingers brachten es vor 500 Jahren zu großem Reichtum. Übrigens hängen ihre Porträts im Kunsthistorischen Museum. Und sie stellen Kaiser Karl V. in den Schatten, was ihre Pracht, ihre Gewänderpracht, der Gewänder und Schmuck angeht. Also sie brachten es zu großem Reichtum, weil sie als freie Unternehmer am spanischen Hof eng mit Karl V. zusammenarbeiteten und in das lukrative Geschäft des Sklavenhandels einstiegen. Das ist also eine Habsburger europäische Geschichte. Und das Interessante ist, das hat kein Historiker rausbekommen, obwohl das überall offen da lag. Nur die Quellen, die ganzen Verträge sind alle auf Spanisch und kein deutscher Lokalhistoriker verfügt über Spanisch. Also hat man diese liegen lassen und bis diese Romanistin hinkam und diese ganzen Quellen las mit ihrer Doktorandin, die das jetzt alles veröffentlichen kann. Wir mussten also warten auf den Moment, in dem dieser Schritt getan wurde. Und wir können nur anerkennen, tatsächlich unsere Gesellschaft ist diverser geworden. Und deshalb tut die Aufnahmegesellschaft auch gut daran, sich über diesen Prozess auszutauschen und sich mit der Komplexität anderer Lebensgeschichten auseinanderzusetzen. Dazu möchte ich noch 2 Stellungnahmen kurz zitieren. Eine stammt von Steinmeier noch einmal. Er sagte in seiner Eröffnungsrede des Humboldt-Forums, es ist kein Ort der Selbstvergewisserung, sondern der Selbstbefragung, ist kein Schlussstein, sondern erst der Anfang einer globalen Veränderung. Denn die Weltkulturen sind angekommen, aber das gleich in einem doppelten Sinne, hier drinnen im Humboldt-Forum und da draußen vor den monumentalen
Fassaden. Und eine andere Formel dafür hat Kübra Gümüşay, die das auf die Formel bringt: Wir alle werden uns wandeln müssen, gemeinsam. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal auf das Thema des europäischen Traums zurückkommen und muss Ihnen mitteilen, dass mir etwas entgangen ist, als ich mein Buch mit diesem Titel versah. 2018 ist die erste Fassung erschienen. Gab es bereits ein Buch mit diesem Titel? Jetzt kommt er zum Zuge. Genau, Jeremy Rifkin, The European Dream. How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream. Also wie der europäische Traum gerade den amerikanischen Traum in den Schatten stellt. Da komme ich auf die Einleitungsworte von Frau Fischer noch einmal zurück. Und tatsächlich ist es sehr interessant, jetzt nochmal zurückzuschauen, wie sich der Traum 2004 darstellt und wir dann von mir 2018, ich werde noch einen dritten europäischen Traum zum Schluss hier einführen. Also anders als sein amerikanischer Kollege Fukuyama verkündete er nicht pauschal das Ende der Geschichte, sondern eben diesen europäischen Traum, den er dem amerikanischen Traum vorzog. Während Demokratie und Nationalstaat in den USA stagnieren, wie er meint, haben sich nach Rifkins Meinung in Europa beide weiterentwickelt. Zum ersten Mal in der Geschichte hätten sich hier Nationen zusammengeschlossen, die etwas von ihrer Souveränität abgeben, um ihre Wirtschaft und ihre gemeinsame Rechtsordnung zu sichern. Rifkin erklärt wortgewandt, warum der europäische Traum dem amerikanischen Traum überlegen ist. Hier seine Worte. Der amerikanische Traum verblasst, während, das ist jetzt aus einem Interview, wo er das zusammenfasst, während der europäische Konturen gewinnt. Er ist schon jetzt moralisch überlegen. Wir sind auf Eigentums, wir die Amerikaner sind auf Eigentumsrechte fixiert und auf Bürgerrechte. Sie sind die Basis unseres Individualismus und Elemente unserer Autonomie. Europäer sind auf Sozialrechte fokussiert. Und sie halten die Menschenrechte hoch. Man muss die Todesstrafe abschaffen, um EU-Mitglied zu werden. Es kommt noch ein weiterer, der sich zum europäischen Traum bekannt hat. Und das ist kein anderer als Volodymyr Zelensky. Sein Bekenntnis hat er 2019 nach seinem überraschenden Wahlerfolg anlässlich seiner Amtseinführung abgelegt. Damals sagte er, wir haben den Weg nach Europa gewählt. Es gibt keine wahren und falschen Ukraine. Das ist unser gemeinsamer Traum. Was ist, wenn dies tatsächlich unsere nationale Idee ist, uns zu vereinen, das Unmögliche möglich zu machen? 2019. Als Schauspieler hatte er sehr viel Sinn für den Möglichkeitsraum der Fiktion, über den zum Beispiel Robert Musil hier so schön geschrieben hat. Man kann so diese Hoffnung Zelenskys Veränderungen herbeisehnen und dabei zugleich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie auch irgendwann eintreffen. Er konnte sich damals allerdings nicht vorstellen und nicht ahnen, unter welchen Schmerzen, Wunden und Traumata sein europäischer Traum zur Realität wurde. Angesichts dieser Aktualität erscheint es mir nun wichtig, die Frage nach dem Potenzial der zivilen Nation neu zu stellen. In meinem eigenen Buch Europäischer Traum habe ich eben mich auf diese vier Lehren bezogen, die, wie ich meine, tatsächlich nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Sie sind ja alle zukunftsbezogen und nicht vergangenheitslastig. Aber wir müssen sie natürlich ergänzen. Und das ist dieses, Sie haben nichts eingebüßt, ebenso wenig wie die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstrengung der Bewahrung unseres Planeten. Das Demokratisierungsprojekt, das angesichts fortschreitenden Demokratieabbaus in USA habe ich schon das Wort Democricide, also die Ermordung der Demokratie, gehört. Auch das ist aktueller denn je. Und auch auf die kritische Erinnerungskultur habe ich hingewiesen. Ich möchte jetzt deswegen hier nochmal am Stück
sagen, welche Möglichkeiten in diesem zivilen Nationalstaat stecken und warum wir ihn nicht einfach aufgeben dürfen und schon gar nicht den rechten Bewegungen überlassen. Und die erste Aufgabe des Nationalstaats ist die des Rechtsraumes. Ich zitiere nochmal Dahrendorf: Wer immerfort dem Nationalstaat das Totenglöcklein läutet, das gab es eben schon, zerstört, sagt er weiter, damit ungewollt auch die Fundamente von Rechtsstaat und Demokratie, die einstweilen nur im Nationalstaat sicher sind. Also wenn wir eine andere Alternative dafür haben, dann kann man darüber nachdenken, dass man ihn aufgibt. Die zweite ist der Nationalstaat als Kulturraum. Sagen. Er ist der Ort für eine gemeinsame Entwicklung und Pflege von Sprache oder auch Sprachen, Geschichte oder Kunst und Literatur. Die dritte Aufgabe ist der Nationalstaat als Ort der Integration. Er macht Menschen aus aller Welt, die in ihm ihren Lebensmittelpunkt finden, das Angebot, heimisch und zugehörig zu werden. Und vierte Aufgabe, wieder aus meiner Perspektive auch sehr wichtig, ist die Aufgabe des Nationalstaats als historischer Ort historischer oder Rahmen für historische Verantwortung. Nur in diesem Rahmen können sich nämlich Menschen über Generationen hinweg auch einer Geschichte zurechnen und für sie auch Verantwortung übernehmen. Also es geht um Identitätsfragen, die hier in einer Longue Durée entwickelt werden. Ich beginne mit einem Ausblick, ende nun meine Überlegungen mit einem kurzen Ausblick ins Ungewisse und komme nochmal auf Stefan Zweig zurück. Er arbeitete 1932 eben an den Voraussetzungen einer friedlichen Zukunft und entwarf auf seine Weise einen europäischen Traum. Und damit wollte er damals nach dem Großen Krieg, wie er hieß, zu einer moralischen Entgiftung Europas beitragen. Das Gift, um das es damals ging und mit dem wir heute wieder zu tun haben, ist der Hass. Zweig schrieb aus der Position einer, ich zitiere, Generation, die den fürchterlichsten Hass der Welt gekannt und diesen Hass hassen gelernt hat, weil er unfruchtbar ist und die schöpferische Kraft der Menschheit mindert. Wunderbare Sätze, die wir heute wieder zu Gehör bringen müssen. Bei der Suche nach einem Heilmittel, das Hass und Nationalismus überwinden sollte, ging er von einem einfachen Grundgedanken aus. Er besteht darin, wie er sagte, die Gemeinsamkeit zwischen den Völkern Europas stärker zu betonen als ihren Widerstreit. Und er empfahl, die gemeinsame Heimat Europa und die ganze Welt, die ganze Menschheit zu lieben, den Begriff Vaterland, vor allem nicht feindselig, sondern in einer Verbundenheit mit anderen Vaterländern darzustellen. Im Gegensatz zur Nation gegen Europa plädiert er für das Konzept einer Nation in Europa. Und die ist gegründet auf das Ideal höherer Eintracht zwischen den Nationen bei Wahrung der Einheit aller Nationen. All das hat er 1932 bereits entworfen. Mit Hass sind wir heute aufs Neue und zwar in einer bis vor kurzem unvorstellbaren Weise konfrontiert. Auf den Kalten Krieg ist ein heißer Krieg in der Mitte Europas gefolgt. Mit Putins Angriffskrieg haben wir eine weitere Zeitenwende erlebt. Und sie ist erneut von einer Ost-West-Polarisierung geprägt, die ja eigentlich durch eine Pluralisierung schon abgelöst worden war, die Polarisierung. Wir sind zurück in der Polarisierung Ost-West, nur dass sie jetzt nicht mehr nur Europa spaltet, sondern die ganze Welt. Täglich und stündlich konfrontiert uns der Krieg mit neuen Formen der Zerstörung, der Aggression, des menschlichen Leids. Und dabei geht es auch jetzt genau wieder um dieses Thema Nation und Nationalstaat. Wir erleben Putins Russland als militante Nation, die sich nostalgisch den Mantel des Imperiums umwirft und anachronistisch ihre Macht- und Gebietsansprüche gegen jegliche Völkerrechtsvereinbarung durchsetzt. Gleichzeitig erleben wir die Ukraine, die eine lange Unterdrückungsgeschichte hinter sich hat und von zahlreichen Deportationen und Zwangsvertreibungen gekennzeichnet ist. Sie kämpft umgekehrt für ihr Recht und die Freiheit, einem Verbund
ziviler Nationen beizutreten, die bereit sind, ihre Macht zu teilen, indem sie ihre Souveränität freiwillig einschränken und ihre Probleme friedlich lösen. Doch schon vor dem Krieg gegen die Ukraine ist mit der Zunahme von Migration und dem Druck auf europäische Grenzen auch der Druck auf die EU gestiegen. Seit 2015 haben rechte Parteien in Europa Zulauf. Es gibt deutliche Renationalisierungsbewegungen. Der Nationalismus im Zeichen der illiberalen, der ethnisch homogenen oder militanten Nation findet in Ländern wie Italien gerade wieder Zulauf und knüpft ungeniert an die eigene faschistische Vergangenheit an. Also Stichwort Politik des Stolzes und der Ehre. Die Polarisierung zieht sich inzwischen auch durch die EU. Die Mitgliedschaft in der EU ist selbst zu einem Lackmustest für demokratische Werte geworden. Sie steht mit dem Beitritt nicht ein für alle Mal fest, sondern muss in den Mitgliedstaaten immer wieder neu errungen und verteidigt werden. Was gerade auf dem Spiel steht, hat Jeremy Rifkin vor fast 20 Jahren zusammengefasst. Universelle Menschenrechte, soziale Rechte, Frieden, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Inklusion, Solidarität, kulturelle Vielfalt und Verschiedenheit, Balance zwischen Arbeit und Spiel, das ist der europäische Traum. Natürlich wissen die Europäer, dass die Realität dahinter zurückbleibt. Aber die Welt schaut auf dieses Experiment. Sein Katalog von Werten muss heute dringend erweitert werden, um den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel, den Raubbau ökologischer Ressourcen und die wachsende soziale Ungleichheit. Aber er hat recht, das Experiment kann scheitern. Die Zukunft ist in radikaler Weise offen. Letztlich werden die Wähler und Wählerinnen darüber entscheiden, ob sich das autokratische Modell der Nation gegen Europa oder das zivilgesellschaftliche Modell der Nation in Europa durchsetzen wird. Vielen Dank für Ihr Zuhören.